Ausbalancierte Feldspule. Die letzten 20% der Munition des Magazins verursachen 10% zusätzlichen Schaden. Erhöht die Waffenpräzision im bewegungslosen Stand. Wäre sehr nützlich, wenn das aktuelle Magazin leer ist, werden 5%. Nein. Biotopisch, Aufladekräft, Brandmunition, Kampf, Waffenschaden. Präzision brauche ich nicht, weil die zielsuchend sind. Erhöht die Magazinkapazität, wenn Spezialmunition aktiv ist. Was? Ladesystem. Nee. Das Magazin leer ist. 5 Tage werden wieder hergestellt. 7 Stück. Naja, die Schilder werden nicht immer voll sein. Das heißt, ich werde eine ausbalancierte Feldspule reinmachen. Und warum ich da nicht weitere verstehe ich teilweise überhaupt nicht. Kombo, Suche. Da, Waffenschaden. Eine kinetische Spule. Ja, 500 für alle Kräfte, Effektdauer. Biotik. Aufladetempo, dann könnte ich Verbrennen mehr einsetzen. Kräfte. Kampfaufladedauer. Kampfkräfte. Dann machen wir das, weil da wird der Schaden dann auf den Betäubungsschuss dann vor, dann nenne ich den mir. So. Mega Plasma Power. Geil, das. Scheiß. Dann haben wir das Ausrüstung. Kräfteschaden, dann mache ich halt die Gesundheit. Maximal Schild nützt mir nichts viel. Okay. Aber Schildregeneration. Kampfkräfteschaden, eben, ja, das lassen wir, machen wir Schild und Gesundheitsregeneration. Schildgeneration. Tech-Aufladetempo. Nehmen wir den hier. So. Dann, Brust haben wir schon. Aber eben, dass die keine Limit hat, die Brust, das hat mich gerade gewundert. Oh, Hitzegenerator. Bei Sprung, Nahkampf, Inferno, Explosion, zusätzlicher Hitzeschaden. Biotik, ich habe leider keine auf alle Kräfte Effektdauer. Bei Sprung, Nahkampf, Inferno, Explosion.
Bei Sprung, Nahkampf. Nahkampf, Kampfaufladedauer. So, dann dürfte ich noch mal einen und Arme. Da kann ich auch nicht viel reingeben. Regeneration, Schildleistung, Dachaufladung. Und das war's schon. Naja. Nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber besser als nichts. So, was können wir hier noch machen? Beryllium, Erz, defensive Verstärkung, Notfall-Schildentladung, Schild zurück. Und Rahmenspinne der Nomad. Ja, ein bisschen leicht gepanzert. Letztes Mal ein bisschen Probleme damit. Und eine Ushior. Letzten. Aber natürlich. Plasmalade. Nein, Querschläger. Tech-Auflade. Warum kann ich eigentlich nicht Verbesserungen herstellen? Aber das ist etwas, das ich nicht verstehe. Biotik, nein, nein. Kombo-Schaden, ja, dann nehme ich auch Kombo-Schaden. Usch 5. Uschi 5. Aber er konnte nicht Dingo hören, weil Inventar zurzeit voll ist. Machen wir halt An- und Verkauf. Oder besser. Rüsten wir uns gleich mal um. Beruhigen Sie sich, Kello. Warum? Wenn das kein guter Grund ist, aufgeregt zu sein. Was ist los? Streiten Sie sich etwa? Wieso sollte ich mich mit meiner besten Freundin streiten? Ihrer besten Freundin? Oh, Kello. Kello ist ganz außer sich wegen eines Berichts, den ich von EOS erhalten habe. Es gibt gute Neuigkeiten. Die Strahlenbelastung nimmt immer weiter ab. Ihr Außenposten Prodromos wird es tatsächlich schaffen. Wann wollen Sie wieder dorthin? Wir könnten uns jederzeit auf den Weg machen, aber wir haben noch andere Prioritäten. Warum? Naja, also hätte ich in einer neuen Galaxie eine blühende Gemeinschaft aufgebaut, würde ich ihr einen Besuch abstatten wollen. Sofort? Nicht erst, wenn der Strand angelegt ist und Sie die Wasserrutsche aufgebaut haben? Jetzt machen Sie sich über mich lustig. Also die Strahlenbelastung ist gesunken. Heißt das, wir können dort noch mehr entdecken? Ja, aber die Cat-Aktivität hat ebenfalls zugenommen. War ja klar, dass wir nicht die Einzigen sind, die von den verbesserten Bedingungen auf dem Planeten profitieren. Es wäre vielleicht ganz nett, mal nachzusehen, wie es ihm geht. Das wäre fast wie ein Urlaub. Ja, fast. Okay, vielleicht machen wir uns wirklich demnächst mal auf den Weg dorthin. Sie sind der Boss. Geben Sie einfach Bescheid. Jep, machen wir. Ich werde aber zuerst auf Hoth noch mal nachlanden. Weil ich dort noch nicht komplett fertig bin. So. Kann ich die eigentlich? Hoppala.
Die Dahl 4 ersetze ich durch. Aha. Reservemunition. Verschluss, Schutt in Durchschlagschaden, Schaden, Schaden, Magiezinkapazität. Ja, von dem brauche ich schon ein bisschen. Schrotfeldschaden. Sehr viel Munition. 83. Nee. 12. Dann haben wir hier Sturmgewehr. Und zwar die Sandstorm. Habe ich mir jetzt nicht Stufe 5 hergestellt? Ach nein, ich wollte ja. Ging ja nicht, weil ich so viele Sandstorms. Stopp. Und das waren Pistolen. Eine Widow 4, sehr geil. Windkaiser, Raptor, Naladen, Interceptor. Muss ich erst meinen Inventarplatz frei machen. Ich werde mich nochmal ausrüsten und dann sehen wir uns gleich wieder. Das dauert gerade ein wenig länger. Nichts da! Hier wird nicht gelinst. Ich gebe meinem persönlichen Projekt gerade den letzten Schliff. Sagten Sie nicht, es sei auf der Nexus? Ist es auch. Ich vervollkomme hier nur die letzte Komponente. Oder genauer gesagt, ich versuche es. Verschiedene Crewmitglieder haben mir ihre Hilfe angeboten und ich habe jedes Mal höflich abgelehnt und sie nach draußen begleitet. Also danke, dass Sie dieses bedeutende Stück Reltec geborgen haben, aber hören Sie bitte auf rumzuschnüffeln. Ja, willkommen zurück. Ich bin von Natur aus neugierig. Und ich bin mir sicher, die Crew möchte einfach nur Freundschaft schließen. Neugier ist gut. Sie steigert die Vorfreude. Und das mit der Freundschaft überlasse ich Ihnen. Das ist nichts für mich. Hören Sie, es ist bestimmt schwierig, der Pathfinder zu sein und trotzdem nicht alles wissen zu können. Aber es gibt so vieles, was niemand außer Ihnen vollbringen kann. Ich denke, man kann guten Gewissens sagen, dass sie absolut einzigartig sind. Ich hoffe, ich bin nicht nur ihr neuestes Mittel gegen Langeweile. Das hoffe ich auch. Aber keine Sorge, ich bezweifle, dass ich schon alle ihre Facetten gesehen habe. Aber keine Ablenkungen mehr. Wenn Sie das nächste Mal auf der Nexus sind, wird mein Projekt abgeschlossen sein. Kommen Sie vorbei, dann zeige ich es Ihnen. Jetzt muss ich Sie allerdings bitten, mich wieder meiner Arbeit zu überlassen. Nimm wir in im Apartment auf der Nexus treffen. Sie hat ein Apartment? Und sonst? Ryder, dieser Aufstieg. Ich hätte nie damit gerechnet, dass wir gegen Angara kämpfen würden. Ja, es ist eine schreckliche Vorstellung. Was auch immer der Archon vorhat, wir müssen ihn aufhalten. Je mehr wir herausfinden, desto klarer wird mir, wie viel größer als ich das alles ist. Das macht einen demütig. Danke für das... Darauf können Sie wetten. Gut, tschüss. Ja, die letzten Gespräche wegen der letzten Hauptquest, was mit der Moshai passiert ist. Joel sollte auch noch was haben, wenn ich mich nicht irre.
Jarl? Sie reden nicht mit mir? Schon okay. Ich kann mir ohnehin nicht vorstellen, was Sie gerade empfinden. Ich gehe wieder. Nein. Sie haben die Moschei gerettet. Ich werde Ihnen das nie vergessen. Ich bin nicht nur knallhart. Ich habe auch eine starke Schulter. Das ist sehr freundlich. Sie sind sehr freundlich. In Zeiten wie diesen vermisse ich meine Familie besonders. Stehen Sie Ihrer Familie nahe? Sie reden viel über Familie. Wirklich? Das gehört wohl einfach zu unserer Kultur. Unsere Familien sind groß und wir teilen unsere Eltern mit der Gemeinschaft. Wir alle haben viele Mütter. Meine Familie ist klein. Und stehen Sie ihr nahe? Ja. Früher schon. Eigentlich immer noch. Meine Mutter und mein Vater sind tot. Meine Schwester ist sehr krank. Sie liegt auf der Nexus. Ich bin im Moment so eine Art Waise. Das tut mir leid. Naja, diese zufällige Ansammlung von Tempest-Sonderlingen fühlt sich manchmal an wie eine Familie. Stimmt. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich eine Aufgabe habe. Aber hier ist das anders. Was ist mit dem Widerstand? Mein Platz im Widerstand entspricht nicht meinen Vorstellungen. Aber dieses Kind auf Aya hat zu Ihnen aufgeblickt. Schon. Aber Sie werden etwas wirklich Wichtiges vollbringen, Ryder. Das spüre ich. Und genau hier gehöre ich hin. Freundschaft. Ich bin froh, dass Sie hier sind. Vor allem Sie. Weil ich so geschickt bin und so viel weiß? Nicht wirklich. Weil Sie genauso gerne Zeit mit mir verbringen, wie ich mit Ihnen? Ist das so? Sie sind faszinierend. Kommt von den Fehler gemacht? Tollkühn und geheimnisvoll. Und seltsam. Das ist... Danke. Und das meine ich ernst. Ich habe ihm jetzt aber die Hand gereicht und nicht gleich meinen Kussmund. Oder? Für den Moment haben wir genug geredet. Ich verarbeite immer noch unsere Meinung. Okay. Nicht, dass ich jetzt einen Fehler gemacht habe. Ich hoffe nicht, dass ich einen Fehler gemacht habe. Bitte nicht. Sie unterwerfen und versklaven andere nicht einfach nur. Die Kett nehmen einem alles, was man ist, und nutzen es zu ihrem Vorteil. Sie sind der schlimmste Feind, den man sich vorstellen kann. Ein Feind, der einen dazu bringt, gegen seine eigenen Leute zu kämpfen. Und dieses Wissen verfolgt Jarl jeden Tag. Jetzt, da wir die Wahrheit kennen. Freunde, Nachbarn, sie alle wurden verwandelt. Und sie sind loyal gegenüber dem, was sie verwandelt hat. Das alles geht ihnen ziemlich nahe. Kandros will wissen, welche Strategie wir gegen die Kett verfolgen wollen. Ich habe mit Drag gesprochen. Wir könnten unsere Guerillataktik ausweiten, militärische Berater der Angara hinzuziehen, den Aufstieg weiter erforschen. Aber ich weiß einfach nicht, was das Richtige ist. Ich wünschte, Ihr Vater könnte mir einen Rat geben. Wieso? Sie machen das doch gut. Nizira, Ihr Vater. Sie hatten immer einen Plan, an den ich mich halten konnte. Ohne klare Strategie kann es viel zu leicht passieren, dass jemand zu Schaden kommt. So wie jetzt. Sämtliche Pläne der Initiative sind gescheitert und deshalb sterben Leute. Wir stehen vor Herausforderungen, auf die wir uns niemals hätten vorbereiten können. Aber wir können uns zumindest auf den Kampf gegen die Kett vorbereiten. Sarissa wird wissen, was zu tun ist. Wir müssen sie und die anderen Asari nur finden. Es wird gut tun, wieder Gewissheit zu haben. Ja, die Asari. Ups. Sie sind wieder zurück? Wie geht die Suche nach der Arche der Asari voran? Wir versuchen immer noch, dem Flugschreiber ihren letzten Kurs zu entlocken und dafür zu sorgen, dass wir kampfbereit sind. Wir sehen uns später. So, ich habe jetzt eigentlich mit allen gesprochen. Dann können wir eigentlich wieder mal schnell auf Hoth zurück, weil ich bin dort noch nicht komplett fertig.
Gut. Da ist nichts mehr. Da wäre ich nämlich mit... Ah, nein. Ich dachte, ich wäre jetzt fertig, aber ich habe zwei Personen noch vergessen. Die Schwellung ist deutlich zurückgegangen und ich kann offenbar auch wieder normal sprechen. Gut. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Und denken Sie daran. Ausschließlich kalte Nahrung und Flüssigkeiten. Nichts Scharfes. Danke, Lexi. Stimmt was nicht? Haben Sie sich verletzt? Ach was, alles in Ordnung. Ich hatte nur eine Entzündung der Mundschleimhaut. Sie war ziemlich unangenehm, aber letztendlich vollkommen ungefährlich. Ich... Was? Sagt Ihnen der Begriff Lecktest etwas? Früher, bevor es tragbare Scanner gab, haben Wissenschaftler auf der Erde diesen Test bei der Feldforschung eingesetzt. Sie konnten dadurch Gestein von Fossilien unterscheiden und sich einen grundsätzlichen Eindruck von ihrer Mineralzusammensetzung verschaffen. Die haben irgendwas geleckt? Sie haben einen Stein abgeleckt, oder? Oh, ich war abgelenkt und hatte vergessen, dass es ein Stein aus Helios war. Ich mache sowas vollkommen unbewusst. Als ich noch klein war, bin ich oft mit meinem Vater auf Expeditionen gegangen. Der Lecktest war dabei ein wichtiger Bestandteil. Mein Vater hat mir den Spaß an der Wissenschaft vermittelt. Ihre Mutter war doch auch Wissenschaftlerin, nicht wahr? Sie hatte sich auf Biotikforschung spezialisiert. Angefangen hat sie aber als Ärztin. Ich habe all ihre Forschungsarbeiten gelesen. Und die ihres Vaters. KI und Implantate. Sie haben in so kurzer Zeit so unglaublich viel erreicht. Sam ist eine erstaunliche Schöpfung. Ich habe meine Eltern zu Hause zurückgelassen. Sie sagten mir, wie stolz sie auf mich sind. Und sind dann irgendwann gestorben, während ich geschlafen habe. Ich an ihrer Stelle wäre auch stolz auf sie gewesen. Sie sind im Namen der Wissenschaft hierher gekommen. Und dafür braucht man Mut. Klar, ein bisschen verrückt muss man auch sein, aber vor allem mutig. Ich bin mir sicher, das wussten sie. Danke, Ryder. Das hat gut getan. Gern geschehen. Ein bisschen das Herz ausgeschüttet. Liam hat erwähnt, dass er einen Filmabend plant. So ist es. Er verschiebt ihn, weil es ihm nach dem Anblick dieser Aufstiegseinrichtung einfach nicht richtig erschien. Wir haben also noch ein bisschen Zeit und ich hätte da eine Idee. Zu einem Film braucht man doch auch Snacks, oder? Habe ein angaranisches Rezept für Häppchen gefunden, die aus einer in Helios heimischen Pflanze zubereitet werden. Sie ist allerdings selten und... Sie wollen, dass ich danach suche? Oh, würden Sie das tun? Es wäre schön, den anderen, Sie wissen schon, eine Freude machen zu können. Versuche eine Eier finden. Eier. Hätte es Popcorn denn nicht aufgetan? So, Kalo. Verdammt nochmal! Sie können doch nicht einfach die Arbeit von 10 Stunden ruinieren! Ich musste es tun. Ihre Umgestaltung kann zu ungleichmäßiger Energieverteilung auf den Decks führen. Ein Problem, das wir damals zu Hause schon gelöst hatten. Aber die Effizienz hat sich verdoppelt. Nur weil es nicht zu Ihren heiligen Spezifikationen passt. Jetzt schon. Wie sagen Sie immer so schön? Finden Sie sich damit ab. Kerlo. Ich weiß, aber lassen Sie sich hiervon bitte nicht ablenken. Was kann ich für Sie tun? Okay. Dann konzentrieren Sie. Sie wissen, wo Sie... Ja, unser Pilot. E-Mail. Oh, hey, Nachricht von Volt, Kit-Informationen. Seien Sie gegrüßt, ich heiße Raelis. Ich gehöre dem angaranischen Widerstand an. Einige unserer Speer sind mit faszinierenden Informationen zu den Kit zurückgekehrt. Sie sind, die Sie sich interessieren werden. Ich erwarte Sie auf Volt. Bitte bekommen Sie. Schnell. Stresstest. Hallo Ryder, was für eine Rettungsaktion. Die Tempest ist zwar für derartige Einsätze nicht gedacht, aber sie schlägt sich prächtig. Nicht, dass ich Sie dazu ermutigen möchte, Ihr Leben für Stresstests oder Ähnliches aufs Spiel zu setzen, aber dennoch gut gemacht. Ich habe mich mit der Moshe unterhalten, als ich an der Krankenstation vorbeigekommen bin. Ich muss sagen, sie ist wirklich beeindruckend, geduldig, aber bemerkenswert, entschlossen. Mir ist jetzt klar, wie sie die Folter und diesen Ort überstehen konnte. Manchmal frage ich mich, was mein Volk alles erreichen könnte, wenn es ein wenig mehr Zeit hätte, um geduldig zu sein. Ich sollte eigentlich schlafen.
Von Gill, ich habe ein durchgearbeitetes Schiff, schnurrt wie ein Kätzchen. Nun habe ich mich hingelegt, um kurz die Augen zuzumachen. Bin aber hellwach, also dachte ich, nütze die Zeit, um ein paar Gedichte zu schreiben. Ernsthaft? Vergessen Sie, Sie wissen ja, dass ich hier bin, um nach meinen wahren Bestimmungen zu suchen, richtig? Tja, Gedichte sind es ebenfalls nicht. Herr Löst, du, willst du uns heilen? Was für ein Scheiß. Gut. Das war's schon. Costa. SMS hätte es auch getan. Danke, dass Sie mir zugehört hatten. Ich hoffe, ich bin nicht weinerlich rübergekommen. Hätte mein Leben anders verlaufen können, klar. Ich hätte einen Vater aber haben können. Eine Mutter, eine strenge Erziehung, beste Aussichten auf eine tugurianische Beamtenlaufbahn mit gestärkten Kragen und striktem Gehorsam. Was ich sagen will, anders ist nicht immer besser. Ich brauche nichts, aber was ich getan habe, um an diesen Punkt zu kommen. Cool. Filmabend. Ich habe gehört, was Liam vorhat. Die Idee ist toll, auch wenn im Moment alles da rund und drüben. Ich wäre gerne dabei, behilflich, besuchen Sie mich doch. Melder von Widerstand. Ich habe erfahren, dass Sie eine KI aus der Zeit von der Geisel gefunden und beschlossen haben, sie für sich selbst zu behalten und zunächst zu checken. Was ist Ihr Problem? Charles hat erklärt, dass die KI feindselig war und mit Ihnen gehen wollte. Unabhängig von Ihren Einstellungen zum freien Willen künstlicher Intelligenz hatte ich diese Entscheidung gerne selbst getroffen. Paran Shi stand kurz davor, die Botschaft zu schließen. Nur dank ihres kontinuierlichen Vorgehens gegen die Kette konnte ich sie davon abbringen. Ich habe ihr versichert, sie würden ebenfalls kooperativ mit allen Daten umgehen, die sie dadurch jetzt erhalten. Stimmt doch, oder? Und seien Sie bitte beim nächsten Mal nicht mehr so dumm. Ja, die Geschichte mit der KI. Das Minzan, was haben Sie mir da geschickt? Zuerst dachte ich, es sei ein Witz, aber nein, es ist eine feindselige KI. Leider, ich habe sie behütet und gefesselt im Semken untergebracht. Allerdings erst, nachdem sie einige Vorratskisten für Protromos unverteilt und die Gravitation im Pathfinder abgebrochen manipuliert hatte. Ich habe Tern und den anderen nichts davon erzählt. Im Moment bleibt das unser kleines Geheimnis. Also ist sie noch ein bisschen, störrisch in dem Fall. Ach, probieren wir mal alles auf Wolz treffen. Da haben wir nichts mehr. Gut, dann werden wir nochmal einen kleinen Abstecher auf. Wolz Orbit ist stabil. 100%. Und meine neue Ausrüstung ist komplett. Ich konnte noch mal ein bisschen was verkaufen. Und meine neuen Waffen herstellen. Außer Nahkampf. Obwohl ich mir am Überlegen bin, das Asari-Schwert Nummer 5 herzustellen. Oh. Gehe ich ohne Pistole in den Kampf. Nein! Oh. Sturmwehr, Sandstorm. Dankeschön. Da, Pistole. Wurmoff. Meine Güte. Nähern uns der LZ. Energie. Mit einem Standbild. Einem sehr langen. Sieht richtig schick aus, die Cat-Rüstung, muss ich ehrlich gestehen. Nur weil die Einsatzbarkeit. Wo war denn nochmal? Ich habe jetzt hier keine Lebensgefahr, merke ich gerade. Das ist cool. Jo. Einmal schnell mit der Chefin. Wir brauchen Pathfinder. Okay. Ich sollte mich besser auf den... Kommen Sie...